Servus Leute, neues Video auf YouTube, ich bin der Jonas und heute wird es ein bisschen random, sage ich jetzt mal. Die letzten Tage hat es geregnet, die Hometrails sind unfahrbar und mein Rad ist auseinandergebaut. Ich mache da gerade einen kompletten Lagerwechsel vom Hinterbau bei meinem Firebird 29. Nach 2,5 Jahren ist es jetzt einfach nötig, die Lager waren ausgeschlagen. Der Hinterbau hat das Spiel und deshalb war Radfahren diese Woche nicht so. Genau, deshalb muss ich schauen, was ich jetzt für euch zaubern kann. Ich bin jetzt gerade ins Schaltwerk Schweigern gefahren, also stehe noch davor, sitze im Auto. Da ist der Laden, steht direkt daneben. Und ich habe noch ein paar Clips aus Heidelberg von letzter Woche. Die würde ich euch in dem Video auf jeden Fall auch noch zeigen. Da sind nämlich ein paar coole Clips dabei. Da den Manu zufällig getroffen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und schauen, was es im Schaltwerk Schweigern so Neues gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einen coolen neuen Helm gibt. Den stellt euch der Andi dann vielleicht mal vor. Und ansonsten schauen wir einfach mal, was wir noch so finden, was ich euch zeigen kann. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß, auch wenn es heute jetzt mal nicht so viel Radfahren ist. Aber ihr bekommt nachher auf jeden Fall ein paar Clips. Und genau, jetzt geht's los. Viel Spaß, genug gelabert. Let's go! Mal kurz dahinter schwenken, wie es da aussieht. Auf jeden Fall alles voll mit Rädern. Ja, der Andi hat im Moment richtig viel zu tun, ihr habt es gesehen. Und deshalb stelle ich euch den Helm vor, der ist nämlich am Schrauben da hinten. Das ist wichtig auf jeden Fall jetzt. Neuer Helm von Lead. Hier gibt es hier im Laden, richtig cool. Hat mir der Andi letztens gezeigt und das ist so der erste Helm, wo mich das System interessiert hat eigentlich, weil die anderen, die haben immer ein bisschen komisch ausgesehen und das ist jetzt so der erste Full-Face-Enduro-Helm, wo ich finde einigermaßen normal aussieht oder ziemlich normal aussieht. Und ihr habt hier einen Helm, wo ihr den Bügel vorne abnehmen könnt. Das heißt, keine Ahnung, zum Beispiel wenn ihr ein Enduro-Rennen fahrt, beim Uphill keinen Bock auf den Bügel vorne habt, dann könnt ihr den einfach abnehmen. Da hat es hier so eine Entriegelung auf beiden Seiten, die ist auch wirklich dezent gehalten optisch, finde ich, also die sieht man eigentlich fast nicht. Und dann könnt ihr hier, ich versuche das jetzt mal hinzukriegen, hier den Frontbügel eben abnehmen, habt dann eine Halbschale, die finde ich ziemlich cool aussieht und einen Bügel, den ihr euch irgendwie an euer Hipbag oder so oder mit einem Gurt irgendwie umschnallen könnt oder in den Rucksack packen könnt oder hinten drauf oder so. Und genau, dann könnt ihr ganz entspannt hochpaddeln, habt eine gute, saugute Belüftung und müsst nicht die ganze Zeit mit dem Fullface-Helm hochpaddeln. Ich lege das jetzt mal dahin, zeige euch den Helm noch genauer. Also ihr habt auf jeden Fall hier hinten eine Verstellung, wie viele Helme haben, und ihr habt einen Fitlock-Verschluss. Fitlock kennt ihr wahrscheinlich mehr von den Flaschen, von den Trinkflaschen mit dem magnetischen Verschluss, und Fitlock macht aber ganz arg viele magnetische Verschlüsse, und hier in dem Lead-Helm ist jetzt auch ein Fitlock-Verschluss verbaut und ja, funktioniert ziemlich gut, ziemlich stylisch der Helm und gibt es in verschiedenen Farben, finde ich cool, deshalb habe ich gedacht, ich zeige euch den mal. Und jetzt geht's weiter. Mal gucken, was wir sonst noch hier so finden. Also Leute, ich habe hier mir mal noch meine Lieblingsbeschäftigung organisiert, wenn ich im Schaltwerk Schweigern bin. Und zwar, ich glaube, das geilste Laufrad, das ich bisher so gesehen habe, das sieht schon echt fett aus. Early Rider, richtig geil verarbeitet auch. Also wenn ihr, keine Ahnung, älter seid und ein Kind habt und ein geiles Kinderrad braucht, dann richtig fett. Und mit dem Teil kann man echt witzige Tricks machen und das mache ich eigentlich immer, wenn ich in Schaltwerkschweigern bin, weil es richtig Spaß macht, kann man richtig üben, kann man hier ein paar Barspins machen oder so. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert, aber egal, hauptsache mal ein bisschen hier Barspins machen. Oder Tailwaps geht auch, ist auch richtig geil. Was kann man noch machen? Superman, der Xen geht ganz einfach. Und ja, da habe ich immer so ein bisschen meinen Spaß. Double Tail Whip, kein Problem. Wenn ich hier im Laden bin, kann man Bikeflip machen. Ah! Geht. Ja, ziemlich witzig auf jeden Fall. Nee, aber cooles Kinderrad, macht mir jedes Mal Spaß, wenn ich hier bin. Weiter geht's.
Hast du von Lied? Von Lied hast du keine Schütter. Meine. Zeig mal kurz leise, bitte. Ja, Leute, wir gehen hier mal noch in die S-Club-Ecke. Die habt ihr in ein paar Videos schon gesehen. Das wäre auch richtig cool gemacht hier. Und da gibt es ein paar neue Sachen. Und zwar einmal den Sattel hier. Ich feiere es einfach so mega. Den gibt es aktuell nur in Breite, mal gucken, ob ich das scharf kriege für euch, 15. Das ist so eine Vorserie von dem Sattel. Das ist der neue 6OX. Richtig geil. Richtig geil produziert. Guckt euch mal das Ganze hier an. Das sieht echt richtig fett aus, finde ich. Und vor allem, der ist komplett in Deutschland produziert. Das heißt, auch richtig nachhaltig. Für alle Fans unter euch, die Fabio Wittmer cool finden, gibt es hier die komplette Fabio Wittmer Serie. Einmal den normalen 611. Sattel hier in dezentem Gold, würde ich sagen. Dann haben wir da oben auch den, boah, wo filme ich überhaupt hin? Haben wir da oben den Trail-Vorbau und so. Und hier hinten hat es noch ein paar. Greif mal da eins in die Schachtel rein. Haben wir da was? Ja. Fabio Wittmer, 3OX, Carbonlenker. Ah, stell scharf, Kamera. Und was auch noch ganz cool ist, da oben haben wir MT5 Signature Edition Magura Bremsen. Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es gerade eh schwierig, Magura Bremsen oder generell Bremsen zu bekommen. Und deshalb ist es ganz cool, dass es das hier im Laden gibt. Der Andi packt mir das hier gerade mal noch auf. Haben wir noch schöne Fabio Wittmer Signature Griffe mit Unterschrift, auch mit den goldenen Schellen. Also wenn ihr euch da ein schönes Custom-Rad aufbauen wollt mit Farbe Gold. Hier noch kurz der Trial-Sattel. Dann ist es auf jeden Fall, finde ich, eine coole Alternative. Und genau, gibt es ja alles im Laden, ist alles vorrätig. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's für euch mal noch auf ein paar Trails. Ich habe jetzt genug gelabert, genug für heute hier aus dem Laden. Aber jetzt seid ihr mal ein bisschen auf dem neuesten Stand, was hier so abgeht. Und genau, ich würde sagen, jetzt geht's auf ein paar Trails. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch ein paar Aufnahmen zeige aus Heidelberg. Ein paar GoPro-Clips und ich würde sagen, da starten wir jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Ich bin nicht so voll hier. Oh, scheiße! Da gibt's die neue Line. Wow! Wow! Ja. Vom Dings, oder? Was? Dem Flick.
Hat sich das Vorderrad weg? Ja, das Vorderrad, ich hab zu arg eingelenkt. Mal diese Trail, weil diese Trail ist sehr gut. Meine Schaltung ist komplett crap. Ja, Linus, kommt da was? Nee, nee. Alter! Ha. Scheiße!